Es sind inzwischen ein paar Tage vergangen. Bin wieder im gleichen Wald, wo ich mit meiner Tochter war. Und das habe ich gefunden. Eine dicke Hülse gerade eben. Und ein paar Splitter. Und jetzt habe ich hier was entdeckt. Ein größeres Signal. Der eine oder andere von euch erkennt es bestimmt schon, was es ist. Es ist was richtig Cooles. Es ist ein Originalteil von der Wehrmacht. Da ist noch Holz. Also die Spuren sind da. Wehrmachtspuren sind da. In jeglicher Form. Splitter, Zeltbahnringe. Und jetzt das hier. Originaler Wehrmachtsspaten. Das ist definitiv einer. Sehr schönes Stück, den nehme ich auf jeden Fall mit. Mache ich jetzt noch ein bisschen sauber und dann packe ich ihn in den Rucksack. Habe mal ein bisschen sauber gemacht und gleich in meine Spatentasche gepackt. So kann er nicht zerbrechen. So packe ich ihn jetzt ein und dann geht's weiter. Da lag der Spaten. Ich suche natürlich hier alles gründlich ab. Und hier war das nächste Signal. Ich habe schon erkannt. Taschenmesser mit Horngriff, so ein Muster, da steht nichts drauf, ist auch schon total vergammelt. Könnte theoretischerweise aus dieser Zeit sein, dass der Wehrmachtssoldat so ein Messer dabei hatte und es hier verloren hat. Hier sind sehr viele rostige Signale. Sehr viel Eisen liegt hier in dem Bereich. Vielleicht auch mal das ein oder andere Eisensignal graben. Sehr guter Zustand. Deutsches Reich, 10 Pfennig. 1933. Und A. Es sieht silber aus. Es hat auch eine leichte Maserung. Könnte ein Silberstift sein, ein echter. Aber ich weiß nicht genau, was das ist. Werden wir gleich sehen. Oh, da ist noch richtig Verzierung dran. Leider abgebrochen da unten, wie es scheint. Ich denke schon, dass es ein Stift ist. Das ist ein Echtsilberstift. Da wird doch irgendwo ein Stempel drauf sein. Wahrscheinlich 800er Silber. Mit einer schönen Verzierung. Vielleicht kann ich den reparieren. Hinten der Teil wieder ran. Neue Mine drin. Auf jeden Fall ein schöner, interessanter Fund. Der nächste Tag ist herangebrochen und jetzt habe ich hier wieder ein interessantes Signal gehabt. Das ist ein interessanter Fund. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich werde es mal ein bisschen sauber machen.
denke mal nichts Militärisches. Ist auch total leicht. Irgendein Modeschmuck, denke ich. Ein Anstecker. Hab hier wieder was gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um ein Objekt, was ich überhaupt nicht kenne. Habe ich noch nie gesehen. Ich dachte erst eine Mundharmonika oder so. Aber steht was drauf. Also wenn ihr wisst, was das ist, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreiben könntet. Ich kann dort erkennen, Bauknecht. Aromaschutz. Ja, Aromaschutz oder so. Bin ich ganz sicher. Aromaschutz. Da steht, glaube ich, 10M. Peichte. Ich kann es nicht sehen. Da unten steht Germany. Und GES hier am Ende noch. Also gesetzlich geschützt wahrscheinlich. Was geht hier noch rum? Auf jeden Fall ein unbekanntes Fundobjekt, was bestimmt werden muss. Alex hat was gefunden, hat er mir gerade zugerufen. Mhm. Jetzt holt mal wieder raus. Da. Das ist ja recht groß. Das ist recht groß, ja. Du willst mich wohl veräppeln, hä? Na, du, wisst ihr was, ich brauche doch nicht zeigen. Aber ich zeige es doch. Sieht ja aus, als wäre das eine Koppelschlossauflage. Nee, weiß ich nicht genau, aber das ist. Das ist viel größer. Das ist die Rückseite, das ist die Durchprägung. Und hier vorne. Hier lese ich Köln. Das ist der Kölner Dom. Ich habe eine Bürste bei. Nee. Nicht Bürsten. Ich habe eine Bürste bei. Na, oh. Ich habe die Jutebürste mit. Ja, die Rosshaarbürste dabei. Feine Tierhaarbürste. Ich habe die hier bei. Alex, du willst auch diesen edlen Fund nicht zerstören. Nein, natürlich nicht. Hier, bitteschön. Ja, danke. Mensch, wo ist denn die eigentlich geblieben? Die war ja schon lange nicht mehr da. Die ist schon immer da gewesen. Das ist nicht sichtbar. Ich hatte nur keine Funde. Ja, siehst du? Dann bleibt die natürlich auch draußen. Dann wussten wir mal, was wir hier gefunden haben. Köln, tatsächlich. Köln, ja. Das ist der Köln. Das war wo festgemacht gewesen, war Köln am Rhein. Köln am Rhein. Jetzt wisst ihr auch, wo wir sonnen. Tut uns ja leid, dass wir das jetzt sagen müssen. Ja. Nicht, dass hier gleich Dings kommt. Wie heißt er? Wer ist denn das? Der Kölner. Der Kölner? Der Originale. Weiß ich nicht, wer ist denn das? Ich kenne keine Kölner Sonder, ich kenne auch gar keine anderen Sonder. Ich kenne nur dich, mich kenne ich und die anderen, die immer mitkommen. Mir fällt der Name nicht. Ja, ich hab's mit Namen, ne? Ja. Das Kölsche Original oder so, sagt er immer. Weiß ich nicht. Ich guck sowas nicht. Mann. Ich guck nur deinen Kanal und belustige mich. Aber hier ist auch ein Loch. Das war auf jeden Fall irgendwo festgemacht, ja. An beiden Seiten befestigt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Fund. Ja, das ist ein schöner. Und von hinten mal kurz mal bürsten, wa? Köln am Rhein. Also man könnte fast sagen Stocknagel, aber das war wahrscheinlich ein richtiger Knüppel gewesen. Ja, Köln am Rhein. Das ist schon alt auf jeden Fall. Hm? So sieht Köln ja nicht mehr aus jetzt. Und wisst ihr was, ich war noch nie in Köln. Ich war da schon mal. Ja, ich war da noch nie. Ich frage mich, wie das hierher kommt, wa? Ja. Ein Wandersmann muss es hier verloren haben. Sehr schöner Fund, Alex. Was darfst du denn in Köln nicht bestellen? Also in Köln darfst du ja nur Kölsch bestellen. Was gibt's noch, was du nicht bestellen darfst? Doch nicht. Ein Berliner? Nee, ja, oder so. Oder die Düsseldorfer, was trinken die? Düsseldorf. Schreib's da einfach mal in die Kommentare, was man in Köln nicht als Bier bestellen darf. Ja. Und ich sag mal. Es ist gut jetzt für den Fund, 2 Minuten 50. Ist doch ja, ich sag mal, Grüße gehen raus an alle Kölner, die zu gucken. Genau. Ich hatte doch letztens auch was. Ja? Mit diese Taschenmesser. Was war da drauf? Dortmund? Dortmund. Das ist ja fast nebenan. Ja. Na gut, mal schauen, was hier noch liegen könnte. Ich meine, wir können auch hier in die Richtung. Ja, ist so. Das müssen wir uns mal merken. So viel ist hier noch nicht gebuddelt worden. Ich habe so viele Knöpfe gefunden. Sofort in die Richtung gehen sollen eigentlich. Ja, ja. Da war richtig viel los. Das sind auf jeden Fall die Überreste von einem Wehrmachtshelm. Nicht schlecht. Hier geht noch ein bisschen was. Sag mal, wer hatte denn hier eine Silbermünze?
Ich hatte so einen Silbergroschen gefunden. Zeig mal. Ja, ich hab noch Bock. Ja. Tim, bist du auch noch dabei beim Sonnen? Ich vorhin auf dem Acker ausgegraben. Hier ein Hakenkreuz-Knopf. Althakenkreuz. Ja, guck mal hier, ich hab echt viele. Einen halben Silbergroschen von 18,3. Junge! 30, oh, 18,35. Ja. Der ist schön, auf jeden Fall. Ist doch gut erhalten, ne? Mach die mal sauber, der glänzt wieder. Richtig. Ja, das ist alles mit. Ja. Ein paar Knöpfe. Hammer. Das ist echt cool. Mehr viel, ne? Von heute. Ich finde mal echt sehr, die Dinger, ne? Die glänzen, ja. Der kommt richtig Silber raus. Boah, die ist auch ein schöner Zustand. Pur Silber wieder. Die hat einen schönen Zustand, ey. Hakenkreuz. Sonnen. Boah, die hat auch einen schönen Zustand, guck mal. Oh. Oh, oh. Da. Aber die haben, na gut, noch einen schönen Ist Zustand. Ist jetzt gerade wieder was runtergefallen? Nee, ich hab's. Kopf. Ja. Nee, scheißegal. Ein paar Knöpfe kamen bei rum, ne? Ja, wir gehen nochmal los. Wir ziehen auf jeden Fall. 24 ein Taler. Und Leute, was sagt ihr? Habt ihr schon irgendwas? Eine Münze. 24 ein Taler habe ich. Ich glaube, das ist sogar Silber. Ich glaube, das ist Silber. Silber? Ja. Deswegen ist diese Jute erhalten. Ich muss mal ein bisschen das Licht anders machen. Bilde ich mir das ein oder steht hier Luftlinie 100 Meter in der Mitte von einem Baumfeld vor mir? Oben weiter. Euch drüben. Sonnig und krass. Tim, bist du unten oder hier oben am Bier? Vielleicht mal hoch einer? Soll ich mal? Nichts war das, ne? Hier steht die Grasse. Das ist ein Häuschen. Das blendet nur. Jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen. Alles klar, ist gut. 1700. 83, 1787, ich werde ein Foto einblenden. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Fund. Wie nach Echo angehört. Könnte Blech sein. Navi. Go clever. Motorradnavi. Das liegt schon eine Weile. Ist noch ein Micro-USB. Schade. Das erste Mal, dass ich sowas finde. Oh nein. Oh, ach, ey, wisst ihr, was das ist? Das hab ich gerade gefunden und hier nie vor. Nein, oh, das Schwein. Aber jetzt nehme ich es mal. Ja, geil. Ach, los, jetzt komm, wir müssen was. Gasmaske hat der Kollege gefunden. Unser schönes Exemplar. Ohne Gasmasken geschnüffelt? Doch, da ist er. Oh, ganz schön vergilbt. Vergammelt. Und Gasmaskenauge. Gummi. Auf jeden Fall aus Gummi. Da sind die Schnallen. Spuren sind da, aber ziemlich vergammelte Spuren hier heute. Ein Pfennig, Münze. Oh, das kennen wir doch hier. Wie, das hast du gerade hier gefunden? Nee, das haben wir bei uns gefunden. Eine dicke Hülse. Oh, das sieht aber schicki aus. Was ist das denn für eine Hülse? Warte, ich komm. Alter! Hey. Ey, jetzt sieht's aber los hier. Zeig ich mal her, das dicke Ding. Das ist doch mal ein richtig schönes Stück. Messing. Messing für deine Messingkiste. Okay. Die würde ich mitnehmen. Ich habe auch eine. Aber meine ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Das ist schon schwer, ey. Ich glaube, diese Wewelsburg-Abzeichen habe ich auch 3 Stück von. Haben wir auf dem Weg gefunden. Jo. Da bin ich abgeräumt. Mein Freund hat einen Silberring gefunden. Ein Wewelsburg-Festival gewesen sein, wa? Ja, noch Hufeisen. Ein Haufen Schrott. Ganz viel Gewicht. Ja. Weggeschmissen. Deine Highlights? Tim, du hast deine Schuhe vergessen. Oh, Alter, das sind ein Riesenhufeisen. Das ist ja richtig groß.
Dreck noch nie gesehen. Ei. Wenn so ein Ochse abends an die Rand kommt, Alex. Ja, dann überlebe ich nicht. Nee, ich habe ja Angst vor Pferden, wa? Also vor da mit Arschtritt. Ja. Wenn der dir, Alter, guck dir mal an. Da ist der Kopf ab. Das ist mal richtig Pferd gewesen, wa? Was hast du gefunden, Maxi? Das finde ich nicht schlecht hier. Junge, das sieht ja richtig geil aus. Das muss französisch sein, oder? Was ist das denn? Wir wissen es nicht. Das Zeichen kenne ich. Das sind Franzosen, WK1 das Zeichen, aber ich weiß nicht, aus welchem Jahr der Knopf ist. Die Jungs haben was Interessantes gefunden. Ja, Rekord. Und da findet man sozusagen dann von einer Spritze den Unterteil. Hier siehst du es auch nochmal zerlegt. Hier unten hast du dieses Unterteil mit dem Kolbenhalter dran. Der Glaskolben, der kommt dann rein. Dann hast du vorne nochmal ein Oberteil. Originalrekord: Shirana Prima Vintage Spritze, Glasspritze in Metallbehälter. 2 Milliliter. Coole Sache. Aus welcher Zeit stammt die? Vollständige Beschreibung. Ja, die ist alt, das siehst du doch. Deutsche Rote Kreuz, Bundeswehr, 17, 18 Jahre, Neuware. Ich denke, dass sie aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Ja. Wir haben ja hier auch die Spuren dazu gefunden. Genau. So, was hast du denn da? Ja, irgendein Teil. Hier drin steht GDZ-AL4-CU1. Also ich sage Aluminium und Kupfer. Das hat irgendwas mit Aluminium und Kupfer zu tun. Ich glaube, das hat was mit Verbindung von dicken Kabeln zu tun. Ich bürste gleich nochmal innen drin, damit ich es besser lesen kann. Nimm mal. Ja. Ich habe auch was gefunden. Was denkst du, was das ist? Das ist ein Schälchen, was in der Dings drin war, hier im Essigschirm. Im Essigschirm, ja, genau. Guck mal, da ist sogar noch grüne Farbe dran. Da ist noch grüne Farbe dran, ja. Ist richtig platt, ne? Ja. Aber das ist eins. Richtig. Definitiv. Dieses Innenschälchen, was oben reinkam. Ja. Wer macht? Aus dem Zweiten Weltkriegs Soldaten-Essigschirm. Ich habe noch nie so ein plattes Essigschirm-Teil gefunden. Ja, GD. ZN, also ich sage mal GD, ZN könnte Zink sein, AL4 und CU1, 4 Quadrat, 1 Quadrat oder sowas ähnliches. Das ist auf jeden Fall für meine Schrottkiste, danke. Das ist richtig. Da ich was gefunden, weil ich mich sehr gerne selber behalten möchte für meine, Geld, ne? Für meine, ja stimmt, du armer YouTuber, du. Ich werde das schön abheben beim Schrotthändler. Spenden hier unten an das PayPal-Konto, unten mal einblenden für Sonic. Oh. Nein, das hier gefunden. Ey, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Dieses Teil habe ich gefunden. Ich habe auch gerade schon im Internet nachgekickt, aber ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich weiß, mit was es zu tun hat. Mit was hat es? Nein. Aber es hat eine schöne Patina, wie man sieht, wa? Ja. Naja, der Clou kommt hier bei dem Teil zum Schluss. Also. Alter, wie geil der Mond aussieht. Mach mal mein Licht zu aus. Ich glaube, das sieht man nicht. Naja. Ja, dieses Teil hier. Schade, dass es keine Kamera gibt, die das genauso filmen kann, wie man das mit den eigenen Augen sieht. Ja. Das wäre ein Traum. Das wäre mal ja nicht schlecht. Ja, dieses Teil gefunden, das ist auch wieder was für Leute, die wissen, was man damit macht. Das hat nämlich was mit... Jetzt komm noch mal zum Punkt hier. ...mit Zäunen zu tun. Hier hinten steht nämlich drinne Draht Bremer Rostock. Das muss irgendwas sein, wo man, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Zaunspanner oder sowas ähnliches. Die Firma gibt es, glaube ich, so ja heute noch. Mhm. Dann herzlichen Glückwunsch zu diesem historischen Fund. Jo. Wenn irgendjemand davon was weiß oder sich damit auskennt, dann würde ich sagen, schreibt es mal unten in die Kommentare. Draht Bremer Rostock. Guten Nacht. Wo bist du? Naja, aber... Ich weiß nicht, was das ist. Schade, das ist Alter. Meine Güte, ich dachte, das ist jetzt dein allererstes Koppelschloss. Auf diesen Moment habe ich ewig gewartet. Du findest mir die immer weg. Und du hast leider eins ohne Auflage. Das gibt's doch nicht. Was ist das für eins? Schade, Mann.